Und ein grosses Grüezi miteinander aus der Schweiz. Als Gast getraue ich mir auch etwas zu sagen, besonders zu Speicher. Letzthin war die Staatssekretärin Rita Schwarzelür-Sutter auf der Brücke am Oberrhein und sagte, die Schweizer müssen ihre Kernkraftwerke abstellen. Und darum jetzt hier meine Antwort. Wir haben ja in der Schweiz viele Stauseen, 8 Terawatt. Für die Energiewende braucht die Schweiz noch 4 Terawattstunden Kapazität an Speicher. Das macht etwa 150 Milliarden für Pumpspeicher, aber so viele Berge haben wir nicht. Der größte Teil muss mit Batterien oder mit anderen Technologien bereitgestellt werden. Und diese kosten etwa 8-mal mehr pro Jahr als ein Pumpspeicher. Ich getraue mir kaum zu sagen, was das wirklich kostet für die Schweiz. Ich habe es ausgerechnet und ich komme auf mindestens 30.000 Franken pro Familie pro Jahr, was Speicher kosten. Und darum ist das total unmöglich, die Speicherkapazität aus finanziellen und technischen Mitteln bereitzustellen. Und darum sind wir angewiesen auf die Kernenergie. Und darum ist die Kernenergie wirklich spottbillig gegenüber Solar und Wind, wenn die noch die Speicher dazu zählen. Weil natürlich Rita Schwarzelür-Sutter bei uns war, hat sie natürlich der Schweiz dreingeredet. Aber ich getraue mich auch in Deutschland dreinzureden, weil wenn wir einen 3- bis 10-tägigen Blackout haben, weil wir keine Speicher haben, betrifft das ganz Europa. Und jeder weiß, was das bedeutet. Das betrifft dann tausende Todesopfer. Und somit freue ich mich, dass ich der Nuclearia für ihre Arbeit gratulieren kann und ich habe sie auch ein wenig gesponsert. Vielen Dank und noch viel Spaß.